Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserer Tutorial-Reihe zu Flask. Heute wollen wir uns nochmal mit unserer API beschäftigen. Und zwar wollen wir heute diese Items, die wir hier auslesen. Das heißt, wir kriegen ja hier mehrere Seiten an Items raus. Wir kriegen Items per Page in den Dingern. Wir wollen jetzt allerdings aus unserer Datenbank mehrere Produkte auslesen, sprich eigentlich soweit alle Produkte auslesen und die dann eben, die relevant sind, auch zurückgeben. Das heißt aber, SQL Alchemy wird so eingebunden, dass es nicht alle Produkte ausliest, sondern nur die, die für uns relevant sind. Und das macht diese App wunderbar gut. Was wir jetzt nämlich machen ist, wir können einfach sagen, Products, das ist das, was wir zurückgeben wollen, ist gleich. So, und jetzt gehen wir her und wir wollen nämlich hier aus unseren Data Transfer Objects, wollen wir jetzt natürlich hier, ja, wir wollen natürlich hier Product verwenden. Das heißt, wir gehen jetzt hierher. From REST plus API.database. Domain Transfer Objects import Product. So, und jetzt können wir hier einfach über Product, weil das erbt ja von, wie wir gesagt haben, hier from db.model, also das heißt, es erbt von SQL Alchemy mehrere Funktionen. Können wir einfach .query machen und dann .paginate. Ups, paginate. Sprich, wir führen sozusagen automatisch Seiten ein auf unsere Anfrage von SQL Alchemy. Und wir sagen jetzt, wir wollen natürlich nur diese Seite und wir wollen so viele Artikel per Seite, das heißt, wir können hier sogar schon per Page eingeben. Items per Page wollen wir hier reinpacken. Und auch noch eine coole Funktion, die euch SQL Alchemy bietet, ist Error Out einzustellen, nämlich auf False. Dann fliegt euch das Ganze nicht um die Ohren, sondern ihr bekommt auf jeden Fall immer was raus und eventuell halt auch mal kein Post oder kein Produkt hier, was ihr über diesen Request, wir sind im Get-Request, wir sind nicht mal im Post-Request, egal. Auf jeden Fall bekommt ihr dann halt einfach keins zurück und auch keinen Fehler oder sowas. Das heißt, super easy eingebunden über unser Domain Transfer Object. Das ist das, was jetzt durchgereicht wird. Es werden Produkte durchgereicht, nicht irgendwie was anderes. Und Flask produziert dann auch aus diesen Produkten sozusagen direkt die passende Ausgabe für den Kunden sozusagen oder für den Anwender. So, selbiges wollen wir jetzt hier unten machen. Wir wollen hier nämlich natürlich neue Produkte erstellen können. Deswegen können wir hier einfach hergehen und haben wir noch nicht importiert, ne? Okay, müssen wir noch importieren. From REST plus API. Jetzt gehen wir mal wieder in API rein. Shop. Domain Logic. Hier ist es. Import. So, was wollen wir haben? Create Product. Das war die einzige Methode, die wir hier gefüllt haben und das ist auch das Einzige, was wir jetzt hier machen wollen. Wir können natürlich auch noch deutlich mehr machen. Wir können hier übrigens auch, das reiße ich nur ganz kurz an. Ne, das zeige ich euch nächstes Mal tatsächlich auch noch separat. Das machen wir noch. Okay, und dann sage ich hier einfach Create Product und stecke hier meine Daten rein, nämlich meine JSON-Daten, request.json. Und ja, das ist jetzt tatsächlich das, was wir hier haben wollen. Wir erstellen sozusagen einfach ein neues Produkt und dann wird halt einfach nichts zurückgegeben, weil warum sollten wir was zurückgeben? Oder wir können auch von mir aus Success zurückgeben, aber sowas Sinnvolleres gibt es eigentlich nicht. Das heißt, wir erstellen hier ein neues Produkt und dann war es das. Und hier oben können wir natürlich mehrere Produkte pro Seite zurückgeben. Gut. Ja, das soll es auch schon wieder für dieses Mal gewesen sein. Nächstes Mal schauen wir uns noch ein paar speziellere Sachen an oder ich weiß nicht, ob wir uns sogar schon mit Swagger beschäftigen wollen können. Ja, wir gucken einfach mal und das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns. Bis dann. Ciao.